Hallo liebe Kinder, hallo liebe Zuschauer. Ich bin Natalia Lubimova und ich begrüße Sie ganz herzlich bei der Sendung Klassik Sternchen und Co. Wie immer, es geht um die talentierten Kinder und deren Förderer und Unterstützer. Heute haben wir im Studio ganz besondere Gäste aus dem Theater Little Opera. Das ist Sabine Maria Schöneich, Heiko Bütter und Kian Postler. Kian, du bist das Kind bei uns heute im Studio, deswegen wir beginnen mit dir. Und ich kenne dich schon seit einiger Zeit. Ich habe gehört, wie toll spielst du Klavier. Erzählst du uns bitte, warum Klavier? Wir hatten früher bei uns einen alten Flügel und meine Mutter hat immer darauf gespielt. Und ich habe auch immer ein bisschen versucht, da zu spielen und wollte so gut spielen wie sie. Mhm. Und dann habe ich irgendwann angefangen mit dem Unterricht. Ja, das ist super. Aber du hast bestimmt andere Instrumente auch mal probiert. Ja, ich spiele auch noch Cello. Oh, das ist wahnsinnig. Also zwei Instrumente, das ist schon viel. Ja, und warum Cello? Ich hatte letztes Jahr ein Trio mit Cello und Geige. Und ich fand unsere Cellisten sehr gut. Also du warst als Pianist in diesem Trio? Ja, genau. Ne? Okay. Und dann wollte ich auch mit Cello anfangen. Ja, das ist eigentlich klasse. Und sag mal, wie lief dein erster Unterricht, Klavierunterricht? Ich war zuerst beim privaten Unterricht und jetzt habe ich zu Simone Anders gewechselt bei der Musikschule Pinneberg. Also du bist in der Klasse bei Simone Anders, aber ich habe gehört, du bist in der begabten Klasse der Little Opera, das Theater ja. Little Opera, an der Musikschule Pinneberg. Erzähl mal, was Besonderes gibt es in dieser Klasse? Wir machen Probenfahrten, Ausflüge nach den Museen über Komponisten und Workshops. Und welche Workshops, also was meinst du damit? Da werden uns Informationen über die verschiedenen Epochen erzählt. Und ich habe gehört, auch Bühnenpräsenz, bisschen wie man sich auf der Bühne präsentiert, wird auch ganz viel geübt mit euch. Ja? Bringt das was, also auf der Bühne, wenn du Konzerte gibst? Also am Anfang, als ich damit angefangen habe, war ich noch immer sehr aufgeregt und dann habe ich das immer geübt und so. Und jetzt bin ich nicht mehr so aufgeregt. Und seitdem, du hast bestimmt ganz viele Konzerte gespielt und auch Wettbewerbe. Erzähl mal, du hattest bestimmt Erfolg. Ja, ich habe schon dreimal bei Jugend musiziert mitgemacht und bei Steinway habe ich auch schon ein paar Konzerte gegeben. Oh, das ist hoch mit der Musikklasse. Kurätiger Konzertsaal. Ja, und also du kommst ganz gut zurecht. Sag mal, aber neben der Musik, das klingt aber sehr professionell, also schon, dass du wirklich Musiker wärst, aber vielleicht hast du welche Hobbys noch? Ich mache noch Tricking. Oh, was ist das denn? Das ist eine Mischung von Touren, Akrobatik und Kampfsport. Unglaublich. Und was macht man da? Vielleicht kannst du uns zeigen ein paar Kicks. Oh, müssen wir jetzt weggehen? Okay, mach vorne. Das reicht. So. Mach einfach. Oh, ja, ganz toll. Na, das sieht wie Kampfsport aus, oder? Ja. Oder das ist einfach akrobatische Übungen, die einfach Spaß machen und ein bisschen. Ja. Tanz da drin, ja, ist auch. Super, also, aber was möchtest du werden? Musiker. Musiker, das klingt sehr gut natürlich, weil es wird so viel investiert. Und erzähl mal diese begabten Klasse. Was kannst du sagen, findest du das einfach so wirklich, diese Unterstützung ganz wichtig für dich? Spürst du, dass du was Besonderes bekommst für deinen zukünftigen Beruf? Ja, das finde ich schon. Ja, und du hast auch mir erzählt, dass du ein Stipendium bekommst, ja? Ja, das heißt, du machst fast alles kostenlos, ja, in dieser Klasse. Also es gibt diese auch Möglichkeit. Sag mal, was für ein Stück hast du für die Sendung vorbereitet heute? Eine Sonate von Carl Friedrich Zelter. Mhm.
Ja, also dieses Stück, Sonate von Karl Friedrich Zelter, also spielt Kilian Postler. Das war ganz klasse und hört man, wie tief und seriös bist du beim Spielen, also in der Musik. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg bei allen Wettbewerben und Konzerten, die du noch vorhast. Also, und jetzt haben wir ein Interview mit Heiko Bütter. Heiko, du bist Choreograf, steht bei mir, Schauspieler. Mhm. Und Geschäftsführer der Little Opera. Ja. Das ist Wahnsinn, also wirklich drei Tätigkeiten in einem Mensch. Ja. Mhm. Und sag mal, was ist das Little Opera? Also die Little Opera ist ein Verein, der sich der Förderung von musisch begabten Kindern verschrieben hat. Und es ist außerdem ein Verein, der Werke des Musiktheaters, der Oper einem jungen Publikum nahebringen möchte. Mhm. Ja, und ich habe wirklich einen Fehler gemacht. Ich habe nur dich begrüßt, aber du hast eine Puppe, die heißt... Genau, ich bin die Feline. Feline, ja. Also bitte nicht vergessen diesen Namen, weil das ist ganz, ganz wichtig für heutige Sendung. Es kommt noch irgendwann, ja, also eine Frage. Also Puppe Feline, hallo. Hallo. Sag mal, ich habe schon gesagt, diese drei Tätigkeiten, die du gleichzeitig wahrscheinlich schaffst, also wie kombinierst du denn das Ganze? Ja, weil es nicht wirklich alles gleichzeitig ist, sondern immer eins ja. nach dem anderen. Mhm. Aber es ist natürlich so, dass bei der Little Opera alle drei Sachen zusammenkommen können. Mhm. Also, weil... wie Kian vorhin schon sagte, gibt es diese Workshops, diese Probenwochenenden, wo ich dann auch mitmache als Choreograf und den Kindern und Jugendlichen auch Tänze beibringe. Und natürlich, wenn wir Stücke produzieren für Kinder und Jugendliche, dann bin ich da auch sowohl als Choreograf tätig, aber auch als Schauspieler. Aber wie wichtig findest du diese Arbeit mit den Kindern? Welche Folgen siehst du? Welche Resultaten? Also nachdem die wirklich mit dir und vielleicht im Theater waren? Also man hat ja schon gerade an Kian sehr gut sehen können, mit was für einer künstlerischen Reife er da an dem Instrument gesessen hat. Mhm. Und da merkt man schon, dass wenn die unterschiedlichen Sachen da zusammenkommen, also nicht nur die Technik, sondern auch ein künstlerisches Verständnis des Musikstücks. Also diese Ausstrahlung. Diese Ausstrahlung, dass es dann einfach nicht nur bloße Technik ist, sondern dass es dann wirklich Interpretation wird, künstlerische Interpretation, daran sieht man das einfach. Aber kann man das lernen? Weil nicht alle Kinder sind so geboren, so manche sind introvertiert und das betrifft da eigentlich Musiker ganz, ganz oft. Ja? Kann man das auch lernen, dass man plötzlich
ja, Richtung Publikum strahlt, ja, nicht nur die Tasten anschaut. Und also so. Wir in der Little Opera sind davon überzeugt, dass man das auch lernen kann und dass wir die Kinder da einfach ranführen können. Und je nachdem, wo sie sich gerade befinden, wo sie gerade anfangen, dass sie da einfach von dort ausgehend einfach die Schritte machen können, um voranzukommen. Mhm. Und daneben laufen einfach Theatervorstellungen für die Kinder. Genau. Ja, welche kannst du vielleicht nennen, also, oder liegen deinem Herz besonders nah vielleicht? Also wir haben im letzten Jahr haben wir zum Beispiel das Häuschen irgendwo aufgeführt nach einem Buch von Sabine Maria Schöneich, in dem auch Feline mitspielt in diesem Stück. Und dann gibt es die Produktion Die Weihnachtsgans Auguste, in der es auch sehr viel Musik gibt für Kinder und aber natürlich auch für Erwachsene. Also wo es auch eine Mischung gibt aus theatralen Aspekten und sehr viel Gesang, sehr viel Musik. Das ist besonders wichtig wahrscheinlich für die Kinder als zukünftige Zuschauer, dass sie wirklich diesen professionellen Überblick bekommen. Ja? Was machen Profis im Theater, dass sie dann danach vielleicht ins Ernstdeutschtheater gehen und schon mit Verständnis, wie das sein sollte. Ja? Genau, also, und ist uns ist natürlich vor allen Dingen wichtig, dass Musik ein großer und fester Bestandteil unserer Produktion ist, weil das einfach die Verbindung ist dann auch zur Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen. Ja. Hast du vielleicht eine Lieblingsszene mit Puppe Feline, die du uns jetzt zeigen kannst und spielen kannst? Ja, das würde ich gerne machen. Ja, dann wir schauen jetzt die Szene aus dem Theaterstück Häuschen irgendwo. Spielen Heiko und die Puppe Feline. Wie geht es, Maxchen? Ich habe gehört, was passiert ist. Eigentlich geht es ihm ganz gut. Warum war die Frau so böse zu Maxchen? Weil sie wütend war. Warum war die Frau so wütend? Das weiß ich nicht. Warum weißt du das nicht? Weil man nicht in das Herz anderer sehen kann. Warum kann man das nicht? Weil das nun mal nicht geht. Warum geht das nun mal nicht? Oh. Weißt du, Feline, manchmal wird ein Herz im Laufe eines Lebens blind und dann fühlt es sich hilflos an. Und wenn man dann vor lauter Hilflosigkeit nicht weiß, was man tun soll, dann entsteht manchmal Wut. Warum trägt die Frau dann nicht einfach eine Brille? Ja, Feline, für Augen kann man eine Brille kaufen. Aber für Herzen gibt es nun mal keine Brillen. Aber weißt du was? Vielleicht solltest du jetzt einfach erst einmal schlafen. Warum? Oh. Ja, Puppe Feline ist besonders ein Star in eurem Theater. So, vielen Dank, Heiko. Und ja, Sabine, dich kennen wir schon seit einiger Zeit. Sabine Maria Schöneich, eine wunderbare Künstlerin und wirklich sehr, sehr talentierte Frau. Sie hat vor kurzem, vor ein paar Monaten, unsere Sendung fast gerettet, als ich nicht da war, und hat wirklich super gut moderiert. Vielen, vielen Dank, du hast das super gemacht. Gerne, von Herzen. Aber heute bist du als Gast bei uns und ich wollte nur sagen, dass ich bin total begeistert, wie viele auch Tätigkeiten kombinierst du jeden Tag in deinem Leben. Du bist Buchautorin, also du schreibst Kinderbücher, du bist Künstlerin,
künstlerische Leiterin an der Little Opera. Du bist auch Sängerin und auch Gesanglehrerin. Also habe ich was vergessen vielleicht? Sag mal. Schauspielerin, Klaviereinstiegslehrerin. Ja, Regisseurin. Ja? Regisseurin, ja, und genau. Schreibe auch Opernfassung für Kinder und unglaublich. Theaterstücke. Und jetzt erzähl mal, hast du noch die Zeit zum Schlafen? Oder? Ja, und ich schlafe sehr gut. Tief das und fest. Ja, das ist perfekt. Und, aber gibt es Unterschied? Also magst du etwas mehr, zum Beispiel unterrichten oder Bücher schreiben? Also meine große Leidenschaft ist inzwischen das Schreiben. Mhm. Aber durch alle Tätigkeiten geht eigentlich ein roter Faden und das sind die Kinder. Mhm. Ich schreibe für Kinder, ich inszeniere für Kinder, ich spiele für Kinder, natürlich auch manchmal für Erwachsene oder für Erwachsene auch. Aber das ist mein großer Faden. Weil die liegen mir einfach sehr, sehr am Herzen, weil ich glaube, das klingt immer so abgedroschen, aber ich glaube wirklich, sie sind unsere Zukunft. Ja. Und ich sage immer, die Gedanken der Kinder sind die Taten der Welt von morgen. Ja, aber Buchautorin, das klingt für mich irgendwie geheimnisvoll, ja, so, das können doch nicht alle und machen doch nicht alle. Brauchst du besondere Atmosphäre oder kannst du einfach in der Küche ein paar Zeile schreiben, dann kochen und dann wieder? Wie geht das denn? Überhaupt. Also ich brauche Ruhe. Ich brauche Ruhe. Aha. Und die Zeit mit mir, damit ich mich in eine Geschichte eindenken kann. Aber ist das ein Fleiß oder unwahrscheinliche Disziplin? Inspiration nur. Inspiration ist erstmal jetzt die Voraussetzung. Ja. Aber dass es dann wirklich ein Buch wird, ist, glaube ich, sehr viel Disziplin, sich wirklich hinzusetzen und zu schreiben. Und ich denke, ach, morgen habe ich ja auch noch Zeit. Ja. Sondern wirklich, das ist ja auch ein sehr einsamer Beruf. Ich mache den mit mir dann ja alleine erstmal. Mhm. Aber kann man vielleicht mit der Musik und Musikunterricht auch vergleichen? Nicht immer muss man auf Inspiration warten, muss man jeden Tag ans Klavier und üben. Ja? Und irgendwann kommt diese Begeisterung. Ja? Ohne Talent, also nur mit Talent und ohne Fleiß wird es nie ein Künstler oder ein sehr gut musizierender Mensch. Und genauso ist es mit dem Bücherschreiben, nur mit Inspiration wird es nie ein Buch. Dann bleibt es Träumerei. Also es muss dann die Tat dazukommen irgendwo. Ja. Und die Kinder, die sind überall in deinen allen Tätigkeiten. Ja. Welche Projekte machst du mit den Kindern? Wie unterstützt du die Kinder in deinem Leben? Also erzähl uns. Naja, erstens auch mit der Konzertklasse der Little Opera an der Was Musikschule ist das? Pinneberg. Also, das ist da, wo Kian zum Beispiel Kian hat schon erzählt, da ist. Aber genau, es gibt also wir machen Sachen, viele Workshops, also wo wir den Kindern die Epochen erklären, sie auch richtig eintauchen lassen in die Epoche. Heiko bringt dann zum Beispiel ein Menuett bei. Und natürlich spiele ich dann anders ein Menuett, wenn ich erstmal körperlich auch den Schwerpunkt gespürt habe. Mhm. Und was ist überhaupt ein Fauxpas? Woher kommt das? Ein falscher Schritt war das vor dem König. Sich wirklich in diese Zeiten herein zu versetzen. Ich weiß noch, bei unserem Barockworkshop haben wir uns dann alle in der dritten Person angeredet. Setze er sich. Ja, so. Also das zum Beispiel. Dann liegt mir wirklich sehr, sehr die Musikvermittlung für alle am Herzen. Also nicht jetzt nur für das hochbegabte Kind, sondern ich glaube einfach, die Beschäftigung mit Kunst und Musik ist einfach erstmal eine Grundlage einer humanistischen Bildung. Und ich sage immer, einer, der Mozart hört, bringt niemanden um. Das passt nicht zusammen. Ja? Ich sage immer, oder greift nicht zur Waffe. Pianisten, Terroristen. Ja? Genau, also wunderbar, wunderbar. Genau, und davon bin ich halt auch überzeugt, dass also, ich glaube einfach, es klingt auch wieder so abgedroschen, dass Kunst den Menschen irgendwo veredelt. Ja, ja, genau. Und die Schulung der Empathie, wofür ja auch die Kunst da ist, dieses Mitfiebern mit dem Schwachen, ja, das glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch bei unseren Stoffen in der Little Opera spielt auch das immer eine Rolle. Mhm. Und du hast schon erwähnt, dass ihr mit Heiko ganz viel arbeitet zusammen, aber es es gibt noch eine Klavierlehrerin, die also Simone Anders, unsere künstlerische Simone Anders, Leiterin und musikalische sag mal, Leiterin. Welcher Erfolg hat schon diese Zusammenarbeit gebracht? Also was haben die Kinder erreicht? Das ist uns manchmal unheimlich. Die sahnen immer die ersten Preise ab. Oh die ja. Die Kinder, also da freuen wir uns natürlich immer und da denken wir, wow, schon wieder. Ja. Ich denke schon, dass das sehr fruchtbar ist, die Zusammenarbeit. Also wir machen jetzt auch ein großes Projekt zusammen mit der Musikschule Greiz. Heiko wird spielen, General Zornmüller. Ich habe ihm vor uns im Auto gesagt, ich habe dir eine schöne Szene geschrieben. Hoffentlich hast du Spaß daran. Also ich schreibe das Stück nach Konferenz der Tiere und Simone wird die Musik schreiben. Es wird eine Art Singspiel
werden, eigentlich nach Mozarts Vorbild, wie Entführung aus dem Serail. Mhm. Ist ja auch eigentlich ein Singspiel, nicht? Ja. Und wir nehmen auch Kinder von der Konzertklasse mit in das Projekt, gemischt mit der Musikschule Greiz. Das ist ganz toll, klingt ganz wunderbar. Wir haben leider nur eine, vielleicht zwei Minuten übrig. Mhm. Also zu deinen Büchern. Ich wollte fragen, welche Themen, also vielleicht kompakt gefasst, welche Themen findest du wichtig und klar und verständlich für Kinder heutzutage? Naja, also im Häuschen irgendwo geht es im Grunde ganz grob darum, dass es ein Häuschen gibt, was jedem die Tür öffnet, der in Not ist. Ja, also das sind erst Tiere und dann der obdachlose Sebastian, wo die Tiere beschließen, ich habe mal die Welt auf den Kopf gestellt, Tier hilft Mensch, wir holen ihn rein in unser Haus, dann hat er endlich ein Zuhause wieder und die Wolldecke hat ein Sofa, das ist die Logik der Tiere. Die Wolldecke hat kein Sofa. Auf dem Sofa liegt eine Wolldecke und da liegt die Wolldecke auf der Straße und der Mann sitzt drauf. Und dann beginnt natürlich der Stress mit dem bösen Nachbarn. Im Stück ist es die böse Nachbarin, weil das natürlich nicht geht. Das ist ja Anarchie. Da zieht plötzlich jemand ein, ohne Geld zu haben, ohne zu mieten. Wo gibt's das? Aber natürlich gibt's eine Lösung. Es geht gut aus. Und dann steht ein neuer Stoff von mir am Start. Da geht's mir sehr um die Vermittlung von Musik. Ich darf noch nicht allzu viel verraten. Das ist eine kleine Haselmaus, die durch Zufall in ein riesengroßes Opernhaus gerät. Und dort gibt es natürlich ganz, ganz viele Abenteuer und eine Zeitmaschine. Und sie wird zu vielen Komponisten fallen und dort viel erleben und viel ein bisschen die Welt besser machen. Ja. Wir sind gespannt. Also wirklich jetzt bleibt nur die Zeit wieder für unsere Kinder im Studio, die immer eine gute und interessante Frage stellen an die Erwachsene. An wen möchtest du deine Frage stellen, Kian? Heiko. Ne? Heiko, ja. Ja. Was für Musik hören Sie denn am liebsten? Ich höre am liebsten jede Art von Musik. Es kommt wirklich ganz auf den Anlass drauf an. Also ich mag wirklich klassische Musik. Ich habe ja auch mal als Tänzer gearbeitet, habe eine klassische Tanzausbildung auch genossen. Das heißt, ich mag klassische Musik, ich höre aber auch modernen Pop. Und zum Autofahren höre ich vor allen Dingen besonders gerne Heavy Metal. Eklektisch. So, unsere Sendung geht leider zu Ende. Wir haben aber immer die Zeit für die gute klassische Musik und Kian Postler spielt für uns Soltarella Romano von Fanny Hensel. Thank you.
Das war die Sendung Klassik, Ständchen und Co. Wir sagen alles Gute und tschüss.